Na gut, wir haben ja Geld. Wir haben jetzt hier kein Plus, aber... So, dann lassen wir einfach hier rum. Dann kommt hier... So. Warum kommt denn... Kann jemand die Kurve machen? So, wir können bestimmt hinten rum. Ja, das ist in Ordnung. Und dann kommen die hier raus, ganz überraschend. Ja, ich hätte es vielleicht gern so ein bisschen... Hier drin schon. Direkt nach dem Tunnel, so einen sogenannten... Oh, das war doof hier. Das kann man ja immer so blöd machen hier, ne? Wenn man dann solche Kanten dort reinfräsen will. Das geht richtig nicht so schön. So, hier haben wir schon die erste Überraschung und dann geht's richtig abwärts hier. Na gut, das ist jetzt relativ gesehen, wie das hier abwärts geht. Oh ne, hier haben wir noch ein Stück. Zack. Geht das hier rein und macht dann hier unten vielleicht nochmal einen kleinen Drop und kommt dann hinten wieder raus. Ach, dieses Planieren, das ist hier auch noch so ein Bombenweg, ja, den muss ich leider abreißen, damit ich ja hinkomme. Sorry, tut mir leid. So, der Drop kommt natürlich ganz überraschend. Es regnet, da gibt es jetzt die erste Möglichkeit, hier unsere preiswerten Regenschirme loszuwerden. So, jetzt gucken, dass wir jetzt hier richtig rumkommen. Passt. Ja, ich mache den Eingang mal hier rüber, dass die... Goldrasch heißt das Ding einfach. Können wir jetzt hier noch so ein bisschen was hinstellen. Die Warteschlange würde ich hier mal nicht ganz so lang machen, weil damit zu rechnen ist, dass die vielleicht nochmal mit den Booten runtergehen. Oh, jetzt habe ich wieder 16k auf dem Konto. Ja, da können wir wieder ein bisschen was zurückbezahlen. So. Aber wir machen das direkt auf hier und mal gucken, was passiert. Die Ölkampagne, läuft die noch? Ja. Oh, 3 Wochen Rest. Die Stahlachterbahn rasende Maus, die hat... Da können wir dann auch wieder was abgreifen. Ja, wir werden natürlich noch selber bauen, ohne Frage. Achso, ich habe ja gar keinen flachen Platz, wo ich das hinstellen könnte. Hier daneben? Ja, wir werden natürlich auch noch eigene Entwürfe bauen. Aber ich halte das jetzt für in Ordnung, wenn ich die vorgegebenen schon einfach nutze. Das ist ja bei Speedruns auch erlaubt, dass man die es schon mitgab, zur Installation, dass man die nehmen kann. Achso, hier passt es jetzt nicht hin. Da muss ich wahrscheinlich noch mehr planieren. Wo ist denn der eine Ausgang eigentlich? Da drüben. Ja, das würde mir passen. Dann könnte ich nämlich hier den Anschluss von... Aber ich glaube, ich mache hier hinten nochmal dann die Kante so ein bisschen weg, hä? Was war das, die hier? Das
dass das da eben flach reinpasst. Das kann ja nicht gebaut werden. Ach so, ich hätte es wahrscheinlich noch ein... Ach so, eins mehr hätte ich ja. Ja, gut, eins von Wurzel lässt nicht zurück. Ach so, die sind dort hängen geblieben. Das ist ja blöd. Ach so, dann muss ich auch noch planieren. Zack. So, passt jetzt hier rein. Ja. Da können wir jetzt hier einmal Ausgang gut hinstellen. Wie war das, dass wir irgendwo... Hier? Ja, ne? So. Genau, dann passt es wenigstens schön flach hier rein, damit hinten die Erde nicht so rausguckt. Haben es dort einfach mal... gelb. Gelbe Wand hingezaubert. Gut, die Warteschlange. Ah. Wenn man schon sieht, was bei der anderen wilden Maus abgeht, dann denke ich mal, kann man die ja auch mal ein bisschen länger machen. Was haben wir jetzt hier? Einschienenachterbahn. Ja, das ist die hier. Uiuiuiui. Und das wurde auch so... schwer, die irgendwie gescheit auf 6-0 zu bringen in dem einen Level. Ich weiß schon gar nicht, wie das hieß, aber erinnert euch vielleicht, wo die Bahn dann auch noch crashend... Ne, das war die nicht, ne? Gab es da auch einen Crash? Ich weiß es nicht mehr. Das ist theoretisch 2 von 10. So, wieder speichern. So, ich hoffe mal, dass die vielleicht für 2 von 10 auch 4 Mark bezahlen. Erstmal müssen wir die Wertung angucken, nicht dass die das jetzt doch spontan nicht erreicht. Das wäre natürlich fatal. So, ich denke mal, viele Leute denken jetzt bestimmt, der Park wäre zu voll. Ja, genau. Fahre nicht, wenn es jetzt so bezeichnet für Piratenboot. Das macht mich jetzt aber traurig. Bei Twister sieht es eh nicht schlecht aus. Wie gesagt, eigentlich ist es dieses, dass die dann mit den Jahren weniger zahlen, das ist eigentlich unrealistisch, wenn man sich mal die Preise anguckt auf Jahrmärkten oder Kirmessen oder wo auch immer ihr wohnt, wie ihr das nennt, dann steigen die Preise ja eigentlich eher mal so ganz wertfrei. Jetzt müsste ich eigentlich noch einen Weg von hier hinter bauen. So, hat das jetzt hier gedingst? 6,58, das passt, eröffnen, fertig. Na, die ersten sagen schon, das wäre zu extrem. Was? Da haben wir noch ordentlich Geld jetzt gemacht hier. Komme ich überhaupt jetzt hier rum? Da müsste ich. Hier einebnen. Ne, das reicht, wenn das eine Stufe ist. Dann hier den Hang hoch. Man könnte natürlich auch mit dem Tunnel abkürzen, aber dadurch haben wir halt die Möglichkeit, dass wir hier oben auch noch was hinstellen können. Ich hätte gern trotzdem hier wenigstens so ein bisschen eine flache Kante. Ach,
habe ich mich ja komplett verbaut. Das sah jetzt perspektivisch so aus. So, ja. Passt das doch. Das sah gerade perspektivisch ganz kurios aus. Deshalb habe ich mich gerade so verbaut. Aber es ist halt so das Trickige, das Trickreiche. Bei dieser Perspektive, dieser isometrischen Perspektive, ja genau, isometrischen Perspektive, dass man dann immer manchmal denkt, das ist so, aber in Wirklichkeit ist es anders. Und ich glaube, dieser Trick mit den Zäunen, der geht auch diagonal, ne, genau. Dass wir so ein bisschen die Kante tarnen. Das geht natürlich bei diesen Schrägen, bei diesen Slopes, nenne ich mal, wo das dann in so eine Gerade übergeht, halt nicht so. Aber hier kann man jetzt so ein bisschen das kaschieren. Hier machen wir einfach wieder so ein bisschen Grünzeug, dass die Wand da verschwindet. So, das ist wieder so ein bisschen Grafikbug, dass es dort rausguckt, aber was soll's. Noch eine Achterbahn kommt, was für ein Zufall aber auch. Die Achterbahn ist auch voll hier. Ja, jetzt mal reingucken. Richtig was los hier im Park. Information hat 17.000 gemacht, aber klar, weil es geregnet hat. Einen anderen Grund hatte das ja jetzt nicht. So, jetzt haben wir jetzt unsere Schulden zurück. Hängende Einschienenachterbahn. Könnt ihr vielleicht mal irgendwie was Schönes entwickeln, dem ich auch was anfangen kann. So sieht der Park aktuell von oben aus. Also noch nicht viel passiert. Wir haben jetzt auch erstmal soweit alle Attraktionen gebaut. Das, na gut, die Wasserrutsche können wir noch machen, aber die spare ich mir jetzt auch nochmal. Ich schalte mal wieder ein bisschen was zu, dass wir auch mal so für den anderen Typen eine Attraktion bieten können. Jetzt muss ich mal kurz was trinken, ich bin gleich wieder da.